Hallo liebe Zuseher und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wettbüro des Wettscheinservice. Ja, wir haben heute Mittwoch, das heißt, wir sind relativ früh dran mit diesem Video. Allerdings haben wir am kommenden Wochenende natürlich auch ein echtes Highlight. Das ist das Berliner Derby zwischen Hertha und Union Berlin am 29. Spieltag der Bundesliga. Und natürlich ist dieses Spiel extrem brisant, auch aufgrund der Tabellensituation. Ich werde dieses Spiel für euch analysieren, inklusive Scheinvorschlag, und wir schauen auch nochmal, was hat denn unser Wettanalyzer in der letzten Woche prognostiziert und ob er mit seiner Prognose auch wieder ins Schwarze treffen konnte. Los geht's wie immer nach dem Intro. Bevor wir so richtig reinstarten, schauen wir nochmal, was denn eine andere Gruppe macht, die wir auch beim Wettscheinservice anbieten. Wer schon länger dabei ist, weiß, wir haben beim Wettscheinservice natürlich verschiedenste Gruppen. Nicht nur die Premium-Gruppe, die so ziemlich am bekanntesten ist, sondern auch noch andere interessante Gruppen. Und eine Gruppe ist die 1000-Euro-Challenge. Und wir haben hier einen aktuellen Screenshot aus der Gruppe, was denn diese 1000-Euro-Challenge an Profit abwirft. Und ja, es ist so, diese 1000-Euro-Challenge beginnt immer mit 50 Euro. Also man geht mit 50 Euro Einsatz am Monatsanfang rein und schaut dann, was bei rumkommt im Endeffekt. Nein, es ist natürlich so, man setzt immer den ganzen Wert der Einzahlung. Also 50 Euro würde man hier in einem ersten Schritt setzen. Man setzt aber natürlich ja jetzt nicht auf Zweierquoten, man setzt immer nur auf sehr, sehr wahrscheinliche Ausgänge, und da haben wir einen Experten, der immer in diesem Niedrigquotenbereich spielt, natürlich auch nicht täglich dann da was raushaut, sondern ganz genau abwägt, was können wir hier mit unserem Kapital anspielen und was lohnt es sich auch anzuspielen, was wir ziemlich sicher durchgehen. Das heißt, wir sehen hier in der aktuellen Runde die Schritte, und tatsächlich hat unser Experte bisher 14 Mal getroffen, hintereinander. Das heißt, das Kapital wird immer wieder eingesetzt. Natürlich wird der ein oder andere jetzt sagen, das ist doch super riskant, Finger weg. Ja, kann ich zum Teil sogar nachvollziehen. Allerdings muss ich euch erstens sagen, dass das nicht unüblich ist, dass tatsächlich so viele Schritte hintereinander gewonnen werden. Und ich habe es auch schon mehrmals miterlebt, dass die 1000 Euro geknackt wurden. Man kann das Ganze aber auch natürlich noch anders für sich nutzen, wenn man nicht dieses große Risiko eingehen will. Dann kann man, sage ich mal, bis zu Schritt 3 oder 4 spielen, und diese Schritte kommen fast immer durch. Also bis zu Schritt 4 kommt man, würde ich mal sagen, in über 90% der Fälle, und dann hat man sein Kapital ja schon mehr als verdoppelt. Das heißt, man hat locker die Abogebühr für die Gruppe raus und man kann sich quasi seine 50 Euro schon auszahlen lassen und würde dann nur noch mit dem eh schon gewonnenen Restkapital weitersetzen. Und was hier am Ende rauskommt, beziehungsweise das Ende der Fahnenstange ist ja hier noch gar nicht erreicht. Wir machen erst Schluss bei den 1000 Euro. Aber was hier am Ende bei rauskommt, mit 50 Euro Einsatz, das ist natürlich eine extreme Rendite, die man da erzielt. Natürlich wird das Risiko dann am Ende auch immer größer, weil man ja viel mehr Kapital damit einbringt. Aber es ist ja zum großen Teil dann auch gewonnenes Kapital. Deswegen machen es halt auch viele so, sie nehmen sich zwischendurch mal eine schöne Gewinnsumme raus, gehen mit deutlichem, deutlichem Plus in dem Monat raus und setzen das Restkapital dann weiter. Also, wie gesagt, ich habe schon häufig erlebt, dass auch diese 1000 Euro geknackt wurden, aber dass so gut wie immer im Monat ein Gewinn erzielt wird, und wenn man sich dann was rausnimmt, dann ist dieser Gewinn auch erstmal gesichert. Das kommt sehr, sehr häufig vor, und deswegen ist diese 1000-Euro-Challenge für diejenigen, die sowas mögen oder sich auch dafür mal interessieren, auf jeden Fall einen Blick wert.
Jetzt zum Wettanalyzer und was hat er denn in der letzten Woche gebracht? Wir haben ja das Spiel analysieren lassen in unserem Wettanalyzer zwischen Lyon und Juventus Turin. Das ist die Frauen-Champions League gewesen. Zeigt auch natürlich, was ihr alles in diesem Wettanalyzer analysieren könnt. Also ihr könnt natürlich absolut exotische Ligen dort analysieren, könnt aber natürlich genauso gut die großen Spiele analysieren lassen. Wenn ihr das letzte Video noch nicht geguckt habt, schaut es euch ruhig nochmal an. Das ist ein Screenshot von der Wettanalyzer-Oberfläche, passend zu diesem Spiel. Und wir haben jetzt nochmal im Kurzdurchlauf gesehen, circa 3 oder 4 Tore ist am wahrscheinlichsten in diesem Spiel. Die Tendenz ist klar pro Lyon. Gut, das haben die Buchmacher auch gesagt. Wahrscheinlichkeit des ersten Tores liegt bei der Heimmannschaft. Und ich hatte auch letzte Woche gesagt, interessant finde ich hier irgendwie die unter 4,5 Tore. Recht hohe Wahrscheinlichkeit zur Quote von 1,46. Und ich hatte vorgeschlagen, machen wir doch mal eine Match-Kombo. Das kann man ja bei verschiedenen Buchmachern machen. Das heißt quasi 2 Einzeltipps von einem Spiel in einer Kombi. Und ich hatte vorgeschlagen, wir setzen mal unter 4,5 Tore und wir setzen auf den Dreiwegsieg von Lyon, der hier auch sehr wahrscheinlich erschien. Und das habe ich tatsächlich vor dem Spiel so gemacht. Beim Buchmacher Betano habe ich diese Match-Kombo abgegeben, Olympique Lyon und unter 4,5 Tore. Und das Resultat im Endeffekt spricht tatsächlich wieder für den Wettanalyzer. Das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass der Wettanalyzer genau ins Schwarze trifft. Wir haben hier eine Quote von 1,65 bekommen. Das kann man auch mal als Einzeltipp sehr gut anspielen. Das war im Endeffekt ein schöner Gewinn, der tatsächlich nur auf den mathematischen Wahrscheinlichkeiten dieses Wettanalyzers beruht hat. Wir wissen aber auch aus den vergangenen Videos, dass der Wettanalyzer natürlich nicht nur dem Buchmacher und den Wahrscheinlichkeiten nach dem Mund redet, sondern selbst auch mal auf Außenseiter, potenzielle Außenseiter setzt und auch dieses Value erkennt. Und ich denke, ja, wir haben jetzt dreimal gesehen und dreimal den Beweis bekommen, was für ein geniales Tool das hier sein kann. Übrigens, Heimmannschaft, erstes Tor ist auch gelungen. Lyon ist 1-0 in Führung gegangen, war auch eine 91-prozentige Wahrscheinlichkeit drauf. Und wenn ihr den Wettanalyzer noch nicht kennt, noch nicht angemeldet seid, Interesse habt, dann seht ihr hier nochmal die wichtigsten Facts. Den Anmeldelink gibt es wie immer unter dem Video. Und es würde mich freuen, wenn ihr dem Wettanalyzer mal eine Chance gebt. Beweise habt ihr, denke ich, jetzt genug. Wir schauen heute mal nicht in den Wettanalyzer rein, sondern gehen direkt weiter zur Rubrik Analyse. Und da hatte ich ja schon im Intro gesagt, am Anfang des Videos, es geht um die Partie zwischen Hertha und Union Berlin. Für mich das absolute Topspiel, an Brisanz auch kaum noch zu überbieten, weil es für Union letzte Woche nach dem Heimsieg gegen Köln natürlich noch darum geht, vielleicht noch das internationale Geschäft zu erreichen. Und für Hertha geht es nach der Niederlage in Leverkusen, die sehr knapp ausfiel, natürlich noch um den Klassenerhalt. Deswegen ist hier Brisanz ohne Ende geboten. Und ich hatte vor 2 Wochen, als dann Magath den Trainerjob neu übernommen hat, ja auch ein Video gemacht, wo ich sehr skeptisch auf dieses Konstrukt Hertha BSC Berlin geschaut habe. Ich schaue auch immer noch skeptisch drauf. Allerdings baue ich ja, wenn ich so einen Schein abgebe, dann schaue ich natürlich einerseits auf die Form, auf die taktische Prämisse, wie haben die Teams gespielt, wie ist die personelle Besetzung. Aber ein ganz wichtiger Fakt ist für mich die Tiefenpsychologie im Fußball. Die ist teilweise ja nicht fassbar für einen Tippster. Allerdings ist es sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Und wir haben jetzt 2 Spiele gehabt unter Magath. Gut, bei einem hat er Corona-bedingt gefehlt, aber wir haben diesen 3-0-Sieg gegen Hoffenheim gehabt, der durch 3 Standardtore, der aus 3 Standardtoren resultierte. Aber Hertha war dort sehr, sehr Form verbessert. Das muss man auch festhalten. Die Niederlage in Leverkusen, ich denke, die wird man akzeptieren können, denn man konnte jetzt nicht in diesem Spiel davon ausgehen, dass man hier irgendwie was Zählbares holt. Hat sich aber gar nicht so schlecht verkauft und was ich sehr interessant finde, man hat in der ersten Halbzeit mit 2-0 hinten gelegen
Und wie hätte denn das Hertha der letzten Monate auf einen 2-0-Rückstand reagiert? Man hätte sich komplett hängen lassen, man wäre untergegangen in diesem Spiel. Unter Korkut zum Beispiel. Interessant hier war jetzt zu sehen, dass Hertha sich auch nach dem 0-2 schon bemüht hat, sich gegen die Niederlage gestemmt hat, auf das 1-2 herangekommen ist. Und es gibt diesen neumodischen Begriff der Resilienz. Und diese Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, auch nach Rückschlägen. Und da sehe ich Hertha wirklich formverbessert. Und das hat natürlich auch mit der Psychologie zu tun. Interessanter Fakt auch, dass Hertha extrem viel gelaufen ist bei dem Spiel in Leverkusen. Das heißt, dieses Fitnesstraining, was Magath mit den Berlinern aufzieht, scheint erstmal Früchte zu tragen. Und ich glaube, über diesen Kampf, über diese Fitness und auch über diese wiederbekommene Resilienz ist man deutlich, deutlich widerstandsfähiger und formverbessert. Und jetzt kommt Union Berlin zum Derby. Und ich glaube nicht, dass Magath in dieser Situation irgendeinen Herthaner Profi noch besonders motivieren muss in so einem Spiel. Da geht's um alles, also wirklich um alles. Und Hertha kann sich hier einfach keine Niederlage erlauben. Schauen wir uns mal Union Berlin an. Union Berlin am letzten Wochenende 1-0 gewonnen gegen Köln. Was war das für ein Spiel? Das war ein Spiel, was auch, ich sag mal, in der Oberliga hätte stattfinden können. Das war insgesamt wirklich ganz schlechter Fußball. Das Spiel wurde entschieden durch Hectors Fehler und Union Berlin hat davon profitiert, aber hat selber auch ganz wenig zustande gebracht. Und das spricht so ein bisschen für die Form der Berliner, denn wenn man sich auch mal die anderen Spiele anguckt, in der Rückrunde vor allen Dingen, seitdem auch ein Kruse den Verein verlassen hat, also das ist nicht mehr wirklich gut, das ist auch fußballerisch nicht mehr wirklich gut. Von der Mentalität her will ich den Berlinern gar nichts vorwerfen, die ist nach wie vor da. Allerdings ist das aktuell sicherlich nicht das, was Union Berlin spielen kann. Und sie stehen jetzt auf Platz 7 und das ist fast noch zu gut für das, was Union Berlin aktuell leistet. Und jetzt treten sie, ja, auswärts kann man nicht wirklich sagen. Und auch wir wissen auch aus der Vergangenheit, gerade dieses Berliner Derby, top motivierte Unioner. Und die auch in dem Berliner Derby in der letzten Zeit immer besser aussahen als die Hertha. Allerdings sage ich ja, Union Berlin bringt immer dieses Kampfmomentum mit ein. Aber es fehlt einfach aktuell spielerisch was, irgendwie auch in den Abläufen. Man sammelt immer noch ein paar Punkte irgendwie, ja. Um dann 3 Punkte mitzunehmen, muss der Gegner schon wirklich krasse Fehler machen, wie Köln und wie auch vor einigen Wochen. Das Heimspiel, was sie da gegen Mainz gewonnen haben, da war Mainz auch wirklich, hat da auch absolute Geschenke verteilt. Ansonsten hat Union Berlin in der jüngeren Vergangenheit kein Spiel mehr gewonnen. Und ich glaube wirklich, dass es, wenn Union Berlin so weiterspielt, es ganz, ganz schwer wird bei der Hertha, wieder Stichwort Resilienz. Ich glaube, dass Hertha einfach in diesem Spiel mehr zu bieten hat. Und deswegen fällt mein Momentum, aber auch meine Tendenz pro Hertha aus in diesem Spiel. Das mag der ein oder andere vielleicht anders sehen, aber wenn ich all diese ganzen Fakten der letzten Tage auch so zusammenzähle, eher Hertha im Vorteil. So, und erst dann schaue ich, was gibt uns denn der Buchmacher für Quoten? Und da war ich dann wirklich überrascht, weil der Buchmacher sieht Hertha leicht als Außenseiter in diesem Spiel. Ich glaube, auf dem Dreiweg-Sieg gibt es circa eine 2,9er, bisschen mehr vielleicht Quote, zumindest bei den asiatischen Buchmachern. Und das würde ich einfach nicht so sehen. Ich würde diese Quote eher so bei 2,2 ansiedeln. Das heißt, wir haben Value. Wir haben Value auf den Hertha-Tipp. Aber ich habe ja auch gesagt, auf den Dreiweg-Sieg würde ich eher nicht gehen. Ich kann mir in diesem Spiel auch ein kampfbetontes Unentschieden vorstellen. Glaube aber einfach, dass Hertha stabil genug ist, um dieses Spiel nicht zu verlieren gegen Union. Und deswegen ist mein Tipp auch der Woche, ist das Asian Handicap Cap 0, das heißt, bei Unentschieden würde es den Einsatz zurückgeben, das Unentschieden ist abgesichert, sehe die Tendenz aber pro Hertha, wenn Hertha dieses Spiel gewinnt, gibt es den schönen Verdoppler. Wer nicht so, ja, sag ich mal, riskant tippen möchte oder zumindest beim Unentschieden auch einen Gewinn mitnehmen will, der kann auf das Asian Handicap plus 0,5 setzen, das ist quasi die europäische doppelte Chance 1x, da wird es eine 1,53er Quote geben auf die Hertha.
kann man vielleicht auch kombinieren mit einer kleineren Quote noch und dann hat man auch eine Quote, die man als Einzeltipp ganz gut anspielen kann. Das auf jeden Fall meine ersten Worte zu diesem Spiel am Wochenende Hertha gegen Union Berlin. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal ein bisschen Werbung machen für unsere kostenlose Telegram-Gruppe, die ja jetzt seit ja, 3-4 Wochen auf dem Markt ist. Was bietet diese kostenlose Telegram-Gruppe euch? Sie bietet einmal die Woche die Top-Analyse der Woche und das ist meistens das war bisher auch immer ein anderes Spiel als das Spiel, was ich hier im Video vorstelle. Und dort werde ich es genauso handhaben wie hier im Video. Ich werde euch einen Schein präsentieren. Ich werde euch eine Audioanalyse dazu geben. Das heißt, das bekommt ihr alles kostenlos einmal in der Woche. Und was ihr auch bekommt, ist so eine Art Wettschule. In dieser Woche dreht sich alles um das Thema Buchmacher. Wo ist es sinnvoll zu setzen, seine Wetten abzugeben? Was hat das neue deutsche Glücksspielgesetz damit zu tun? Und so weiter und so fort. Das ist der Bereich Wettschule. Auch das in Form eines Podcasts. Ich werde manchmal Umfragen schalten. Also das ist eine Art Community, Sportwetten-Community, die wir hier aufbauen wollen. Ich fülle das Ganze mit Content und ihr sollt natürlich da auch von profitieren. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos. Das heißt, wir müssen uns da erstmal was aufbauen. Erwartet da nicht allzu viel von dieser Gruppe, aber es ist sicherlich sinnvoll, auch da mal präsent zu sein. Natürlich wird die meiste Arbeit von mir weiterhin bei der Premium-Gruppe getätigt. Aber diese kostenlose Telegram-Gruppe wird sicherlich auch nach und nach zu etwas Großem aufgebaut werden. Hier ist der Link zur Gruppe. Einfach in Browser oder Handybrowser eingeben, dann kommt ihr direkt zur Telegram-Gruppe und seid dabei. Ja, freue ich mich auf jeden einzelnen von euch. Und jetzt zum Schluss, ja, wer Interesse an meiner Premium-Gruppe hat, der kann sich gerne anmelden. Anmelde-Link findet ihr wie immer unter dem Video. Natürlich in der Premium-Gruppe täglicher Content, tägliche Scheine, aber auch da deutlich Qualität über Quantität. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Video mal wieder was zur Premium-Gruppe bringen, wo wir da aktuell so stehen. Für all diejenigen, die die Premium-Gruppe noch nicht kennen, lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick rein. Der erste Monat ist rabattiert. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch, auch wenn es erst Mittwoch ist, schon mal vorausblicken, ein schönes Wochenende zu wünschen. Viel Spaß bei den Fußballspielen, viel Spaß bei dem Berliner Knaller am Samstagabend und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao und tschüss.